Vergangenen Freitag, den 16. April, musste ich mitten im Nachmittag meine Arbeit im Laboratorium unterbrechen und mich nach Hause in Pflege begeben, da ich von einer merkwürdigen Unruhe, verbunden mit einem leichten Schwindelgefühl, befallen wurde. Zu Hause legte ich mich nieder und versank in einen nicht unangenehmen, rauschartigen Zustand, der sich durch eine äußerst angeregte Fantasie kennzeichnete. Im Dämmerzustand bei geschlossenen Augen, das Tageslicht empfand ich als unangenehm grell, drangen ohne Unterbruch fantastische Bilder von außerordentlicher Plastizität und mit intensivem, kaleidoskopartigem Farbenspiel auf mich ein. Nach etwa 2 Stunden verflüchtigte sich dieser Zustand. Anschließend machte ich mit meiner Frau einen kleinen Spaziergang, wonach ich mich wieder vollkommen frisch und normal fühlte. Und 3 Tage später, am 19. April 1943, machte ich einen Selbstversuch. Ich begann diesen Selbstversuch mit der möglichst der kleinsten, möglich noch aktiven Menge, nämlich mit einem 0,25 Milligramm. Es stellte sich dann heraus, dass diese Dosis schon bereits das 5-fache der wirksamen Normalwirksamdosis gewesen ist. Es begann damit, dass ich sich die Umgebung zu verändern begann. Alles schien wie gelebt auf die toten Gegenstände. Ich hatte das Gefühl, auch innerlich ein anderes Selbstgefühl, ein anderes Körpergefühl. Die Sinnesempfindungen waren stimuliert, die Farben schienen grell, die Töne intensiv. Das ganze Leben war verändert. Und ich hatte begann so fremdartig zu werden, dass ich mich entschlossen nach Hause zu gehen. Ich bat meine Laboratistin, mich nach Hause zu begleiten. Wir fuhren mit dem Velo dann nach Hause nach Kottbingen, so eine Strecke von etwa 6 Kilometer. Und unterwegs hatte ich das Gefühl, ich hatte eine ganz merkwürdige Störung des Zeiterlebens. Zu Hause angelangt war der Zustand schon so, dass ich vollkommen von der Umwelt und von mir selbst entfremdet war. Es war das LSD.